Marinette. Ein ganz normales Mädchen mit einem ganz normalen Leben. Aber es gibt etwas, das niemand über mich weiß. Ich habe nämlich ein Geheimnis. Ich bin Ladybug, bringe dir Glück und glaube fest, dass es gelingt. Bin Ladybug, es ist verrückt, wie weit uns die Kraft des Guten bringt. Ladybug! Gute Arbeit, Marinette. Dank dir können heute Nacht alle ruhig schlafen. Ich freue mich auch schon aufs Bett. Gute Nacht, Meister. Marinette, du hast vergessen, den Schulausflug zu erwähnen. Ach, schon gut, da kann ich sowieso nicht mitfahren. Was für ein Schulausflug? Oh, meine Klasse fährt morgen mit dem Zug nach London, um sich Big Ben anzusehen. Aber wenn jemand akkumatisiert wird, während ich weg bin, kann Cat Noir den Akuma nicht allein einfangen. Das bedeutet, ich muss hierbleiben. Sehr schade, aber so ist das Leben einer Superheldin. Außerdem bin ich eh viel zu erschöpft, um mitzufahren. Warte! Mit dem Pferde-Miraculous kann man sich zurück nach Paris teleportieren, sollte ein Akuma auftauchen. Das ist ja cool. Danke, Meister. Ladybug hat es verdient, ein bisschen Spaß zu haben, so wie alle in ihrem Alter. Bis heute Abend. Hogmoth hat gestern Abend zugeschlagen, das heißt, heute kann er niemanden akkumatisieren. Ein Urlaubstag, endlich. Weit weg von Paris und seinen nervigen Akumas, das wird toll, Adrian. Müll muss man in den Mülleimer werfen, sonst ist es Verschmutzung. Der kriegt eine Strafe. Nein, lass das bitte, Papa. Sonst verpasse ich noch den Zug und du weißt, Chloe braucht mich. Aber Gesetz ist Gesetz, mein Schatz. Du bist doch im Moment gar nicht im Dienst. Du musst also nichts weiter sein als mein lieber, süßer Vater. Sie sind mir voll reingefahren. Sie sind mir reingefahren. Ein frustrierter Polizist, der für Gerechtigkeit brennt, aber dem die Hände gebunden sind. Die ideale Beute. Flieg los, mein kleiner Akuma, und verwandle ihn! So eine Sauerei. Für so eine Umweltverschmutzung kriegt der Fahrer jetzt einen Strafzettel. Papa! Beeil dich, Sabrina! Beeil dich, Sabrina! Beeil dich, Sabrina! Oh. Beeil dich, Sabrina! Beeil dich, Sabrina! Was ist da los? Ich spüre, dass die Wut verschwindet. Flieg schneller, meiner Kuma! Du musst ihn einholen! Ich kann euch den Star Train schon mal zeigen, wenn ihr wollt. Ja! Danke, Madame Conti. Das wird ein toller Bericht für meinen Astronomie-Blog. Was? Du hast jetzt noch einen Blog? Was soll ich machen? Das Leben ist interessant. Hey, ist das nicht Adrien? Ganz richtig, Marinette. Das ist Adrien Lagrest. Die Chance lag bei 0,2%, dass sein Vater ihm erlaubt zu kommen. Hey, ja, dieser Ausflug wird der Wahnsinn. Adrien, was machst du denn hier? Ich habe keine Lust mehr, mir Schulausflüge verbieten zu lassen. Du widersetzt dich deinem Vater? Genau genommen nicht, weil ich ihm von diesem Ausflug nichts erzählt habe. Ziemlich clever, mein Freund. Der Zugführer muss seine Hand während der ganzen Reise von Paris nach London hier drauf lassen. Man nennt das einen Todmannmelder. Und was würde passieren, wenn Sie Ihre Hand wegnehmen? Der Zug würde anhalten. Auch wenn es nur für eine Sekunde ist? Das dient der Sicherheit, falls der Zugführer zum Beispiel in Ohnmacht fällt. Deswegen bin ich schon immer gerne mit dem Zug gefahren. Züge reisen von A nach B in der vorgegebenen Zeit. Sie sind programmiert und sicher. Programmierung ist das Beste. Wollten Sie schon immer Zugführerin werden? Das fand ich schon immer spannend, ja. Aber mein wahrer Traum ist es, Astronautin zu sein und eine Rakete durchs Weltall zu steuern. Zugführerin bin ich, weil ich bei Max sein wollte, solange er klein war. Eine Weltraummission dauert Monate. Ich hätte nie so lange von meinem Maxi-Poo weg sein können. Aber jetzt ist mein Sohn ein junger Mann. Meine Mutter war bei der Prüfung fürs Astronautentraining. Das ist fantastisch. Ich erwarte heute das Ergebnis. Wir haben keine neuen E-Mails. Es ist zu früh, Maman. Es hieß, das Ergebnis gibt's um 11 Uhr. Es kommt während der Zugfahrt. Wenn ich bestanden habe, ist das wahrscheinlich meine letzte Fahrt. Wenn ich das nächste Mal unterwegs bin, steuere ich ein Raumschiff und bringe die nächste Mannschaft zum Mond. Du hast 89,7%ig bestanden.
Ich könnte aber auch 10,3%ig durchgefallen sein. Ich glaube an dich, du bist die Beste. Du bist doch nur heute unterwegs. Wozu dann der Riesenkoffer? Ich muss alles dabei haben, was Chloe brauchen könnte, falls es einen Haarnotfall gibt. Falls Chloe ihren Lieblingstee trinken möchte. Ich bin sehr stolz auf dich. Beschützen und dienen, das ist das Lebensmotto der Familie Rincompris. Beeil dich, Sabrina. Beeil dich, Sabrina. Chloe wartet auf mich. Bis heute Abend, Papa. Jetzt reicht's. Sie kriegen einen Strafzettel. Ich spüre keine negativen Emotionen mehr. Was ist da schiefgelaufen? Wo ist mein Akuma? Letzter Aufruf. Bezug Nummer 8065, Bahnsteig Nummer 23. Na, endlich bist du da. Du bist sehr warm angezogen, Chloe. Darf ich Sie daran erinnern, Madame Bustier, dass es in London immer kalt ist? Keine Sorge, Chloe. Ich habe natürlich ein Survival-Kit für englisches Wetter dabei. Wo wollt ihr zwei denn hin? Zu unserem Abteil geht's da lang. Schon gut, Madame Bustier. Der Bürgermeister hat dafür gesorgt, dass seine Tochter in der ersten Klasse sitzt. Ich bringe nur den Koffer hin und komme dann zurück. Du bist ja noch hier. Oh, entschuldige, Chloe. Komm wieder zurück. Brauchst du etwas? Bring meinen Sitz in komplette Liegeposition. Ja, natürlich, Chloe. Maske. Wie heißt der? Big Ben. Oh Mann, ist das peinlich. Ach, das war doch witzig. Aber wieso bist du so müde? Was hast du die ganze Nacht gemacht? Ich habe versucht, mir einen Plan zu überlegen, wie ich Adrien sagen kann, dass, naja, du weißt schon. Weißt du, was dein Problem ist? Du machst zu viele Pläne. Sei einfach du selbst und lass dich treiben. Hallo, möchten Sie ein Getränk? Hallo, möchten Sie ein Getränk? Ein Preiselbeersaft, bitte. Was möchtest du? Einen Apfelsaft. Hallo, möchten Sie ein Getränk? Hallo, wie heißt du? Hallo? Sie kann sich nicht unterhalten, sie wurde nur fürs Bedienen programmiert. Wie schade. Sie haben keine neuen E-Mails. Tauschst du mit mir die Plätze? Ich würde gerne mit Nino quatschen. Klar. Lektion 3. Was, Lila? Ehrlich gesagt bin ich etwas reisekrank und ich weiß, Marinette hat immer für alles eine Lösung. Verstehe, aber wie du siehst, schläft sie gerade. Sie ist wirklich sehr erschöpft, also... Ich kann dir helfen, Lila. In meinem Koffer habe ich, was du brauchst. Ich danke dir vielmals, Sabrina. Du bist so lieb. Sie haben keine neuen E-Mails. Irgendwas stimmt da nicht. Mesdames et Messieurs, der Star Train fährt in wenigen Momenten im Meer durch den Eurotunnel. Der Hammer! Was treibst du denn da? Du hast mich geweckt, Sabrina. Oh, das tut mir schrecklich leid, Chloe. Tja, da ich jetzt schon wach bin, will ich eine Tasse von meinem Tee. Natürlich, Chloe, die bringe ich dir sofort. Beruhigen Sie sich alle. Ich bin sicher, jeder von Ihnen kennt mich. Ich bin Chloe Bourgeois. Und wie Sie alle wissen, bin ich ebenso Queen Bee. Was Sie auch tun, kriegen Sie keine Panik. Aber da ist ein Akuma. Verlassen Sie dieses Abteil, und zwar so schnell Sie können. Ich habe den Kontakt verloren. Mein Akuma ist zu weit weg.
Ist das wirklich ein Akuma? Sieht wie ein harmloser Schmetterling aus. Chloe, ich meine, Queen Bee weiß, wovon sie redet. Glauben Sie mir. Wieso trägst du deine Badehose? Wir fahren doch gleich durchs Meer. Oh, das ist lächerlich von dir, Kim. Äußerst lächerlich. Ich habe Angst, Jean-Pierre. Keine Sorge, Nicole. Wenn es wirklich ein Akuma wäre, wäre schon längst ein Superschurke in diesem Zug. Denkst du, Ladybug kommt, Papa? Nein, mein Schatz. Ich bin sicher, es ist gar kein Akuma an Bord. Das ist wahrscheinlich nur ein Streich. Dein Papa hat keine Ahnung. In diesem Zug ist ein Akuma. Oh ja, definitiv. Ich kenne mich aus. Ich wurde selbst mal akumatisiert. Es besteht aber für niemanden eine Gefahr, weil die fantastische Queen Bee den Akuma in dem anderen Abteil eingesperrt hat. Oh. Hier drin ist nichts. Chloe wollte wahrscheinlich nur etwas Aufmerksamkeit. Na komm, setzen wir uns wieder. Sie haben keine neuen E-Mails. Das ist unmöglich. Ich kann nicht durchgefallen sein. Ich werde nie Astronautin. Wen interessiert schon diese blöde Prüfung? Ich kann Astronautin sein. Gleich hier und jetzt. Mesdames et Messieurs, ich bin Star Trek. Oh. Ihr alle werdet meinen Traum mit mir leben. Wir verlassen die Gleise, fliegen wie eine Rakete davon und erkunden nicht nur den Mond, sondern das ganze Universum. Momo? Schnallt euch an. Wir heben ab. Es war doch gut, dass ich meine Badehose angezogen habe. Es ist abgefahren. Ich glaube nicht, dass Ladybug und Kid Noir uns hier retten könnten. Überreden wir deine Mutter, sich zurückzuverwandeln. Monsieur, sehen Sie sich das an. Ein Beobachtungssatellit hat vorhin diese Fotos aufgenommen. Also deswegen habe ich den Kontakt zu meinem Akuma verloren. Er ist außer Reichweite. Es gibt noch ein Problem. Adrians Klasse ist in dem Zug und ihr Sohn steht auf der Passagierliste. Er ist im Weltraum und ich kann nichts unternehmen. Ich bin sicher, Ladybug und Cat Noir retten ihn. Ich soll hoffen, dass meine Feinde meinen Sohn retten? Wie ironisch. Du musst uns zurück zur Erde bringen. Flieg ins All, wenn du deine Prüfung bestanden hast. Wieso? Wenn ich jetzt hundertprozentig die Chance habe, durchs Universum zu reisen. Und ich kann dich auch noch mitnehmen. Ist das nicht fantastisch? Wir müssen zu ihr und die Kontrolle über den Zug gewinnen. Dann fahren wir ihn nach Hause. Und wie setzt du die Superschurken außer Gefecht? Keiner von uns hat irgendwelche Superkräfte. Nein, aber ihr habt eine Superheldin unter euch. Wir haben zwei Vorteile. Das Überraschungselement und die Tatsache, dass wir viele sind. Du hast recht, Marinette. Na, wo wollt ihr denn bitte hin? Lehnt euch doch zurück und entspannt euch. Es soll sich doch niemand verletzen. Also bleibt sitzen und genießt die Aussicht. Kein freier Tag für Ladybug. Kiki, komm an, Flimmy! Ja! Ladybug, wie bist du hierher gekommen? Teleportation. Habe ich dem Pferde-Miraculous zu verdanken. Und du? Ich war schon im Zug. Was für ein Glück, hä? Es stimmt, was man über schwarze Katzen sagt. Sag keinem, dass du unter den Passagieren warst. Es sind hunderte Menschen im Zug. Ich bin nur der Kater im Heuhaufen. Du hast wahrscheinlich recht. Halten wir Startrain auf. Teleportieren wir den Zug mit dem Pferde-Miraculous doch zurück zur Erde. Das wäre sinnlos. Sie könnte den Zug sofort wieder abheben lassen. Wir müssen zuerst den Akuma einfangen. Aber wenn wir das machen, solange der Zug im Weltraum ist, dann haben wir keine Luft mehr zum Atmen. Deswegen müssen wir exakt zur selben Zeit den Akuma fangen und den Zug zurück zur Erde teleportieren. Ladybug, Cat Noir? Wart ihr schon die ganze Zeit bei uns im Zug? Nein, wir haben uns mit einem Miraculous herteleportiert. Wir kümmern uns darum. Versammeln Sie bitte alle im hinteren Teil des Zuges. Mach ich. Folgt mir bitte alle in den hinteren Teil des Zuges. Ich hoffe, ihr habt auch mein Miraculous mitgebracht. Ehrlich gesagt. Wir wussten nicht, dass du hier bist, sonst hätten wir das natürlich gemacht. Verstärktes Plexiglas. Hält allem stand, außer meinem Kater. Nein, warte, den brauchen wir vielleicht noch, wenn wir Startrain gegenüberstehen. Max!
Sieht aus, als hätten wir Eindringlinge. Gebt lieber auf, wenn ihr der Sonne nicht zu nahe kommen wollt. Geschafft. Gut gemacht. Max, Markov, ihr müsst mitkommen und auch die nächste Tür öffnen. Ist das nicht zu gefährlich? Wir beschützen euch. Was geht hier vor? Machen wir uns auf alles gefasst. Glitzbringer! Ich finde keine... Was sollt ihr tun? Markov stürzt gleich ab. Ihr müsst das jetzt durchziehen, sonst werden wir in diesem Abteil getrostet. Das ist kein Witz. Wir müssen sehr nah an der Sonne sein. Fast wären wir da drin gekocht worden. Das kann man wohl als Cold-Rain-Situation bezeichnen. Oh ja. Ihr seid ein gutes Team, genau wie ich und Milady. Markov, check den Sauerstoffgehalt im nächsten Abteil. Er nimmt rapide ab. Startrain schafft einen luftleeren Raum. Die Temperatur da drin liegt weit beim absoluten Nullpunkt. Max wird diese Bedingungen ohne Superkräfte nicht überstehen. Max Conté, hier ist das Pferde-Miraculous, das einem die Kraft der Teleportation verleiht. Du wirst sie für das Allgemeinwohl einsetzen. Wenn die Mission vorbei ist, gibst du mir das Miraculous wieder. Kann ich dir vertrauen? Du kannst dich hundertprozentig auf mich verlassen, Ladybug. Ich tue alles, um meine Freunde zu retten. Und meine Mutter. Mit wem habe ich das Vergnügen zu sprechen? Oh, hallo. Mein Name ist Max. Bist du erfolgreich und berühmt? Kalki, dafür haben wir keine Zeit. Max ist perfekt geeignet. Vertrau mir. Wir müssen jetzt sofort zur Zugführerkabine. Dort ist Startrain. Dann müssen wir gleichzeitig handeln. Wenn Cat Noir und ich unsere Superkräfte einsetzen, musst du den Zug zurück zur Erde teleportieren, Max. Damit ich meine Miraculous Ladybugs rufen und alles rückgängig machen kann. Verstanden. Sag einfach nur, Kalki, verwandle mich. Kalki, verwandle mich. Ich habe euch erwartet, meine lieben Superpassagiere. Ihr haltet mich nicht davon ab, meinen galaktischen Traum auszuleben. Ich erobere das Universum! Meine kleinen Drohnen! Mhm. Angriff! Die räumlichen Koordinaten waren wohl nicht ganz richtig. Naja, ich habe gehört, deine Klasse wollte Big Ben besuchen. Miraculous Ladybug! Hm.
Tschüss, kleiner Schmetterling. Gut gemacht. Danke, Max. Das war echt Kinder, cool. Bitte steigt ein. Wir fahren zurück. Wir haben eine neue E-Mail. Hey, Mamo. Bestanden. Hab ich doch gesagt, du bist die Beste. Das ist hundertprozentig sicher. Ich glaube, das war dein erster und letzter Schulausflug. Macht nichts. Wenigstens habe ich Big Ben gesehen. Ja, noch nie hat ihn jemand so aus der Nähe gesehen wie wir. Nur schade, dass wir am Ende getrennt wurden. Irgendwann fahren wir nochmal zusammen hin. Bis dann. Oh nein, armer Adrien. Dieser Ausflug war eine Katastrophe. Eine Katastrophe? Wirklich? Vorsicht! Gleich geht bestimmt was schief bei Milo Murphy. Und danach kommt Ghost Force, die Geisterjäger. Ich bin dankbar dafür. Ist sie das wirklich? Ich habe den Zauberstab. Ich brauche keinen Zauberstab. Die richtige Star. Kackenattacke! Pizza Claudi, schau dabei. Oh, hallo Star. Und ihr bester Freund Marco. Dann wollen wir mal. Wer war das? Das war Marco. Gegen das richtig Böse. Macht's euch gemütlich. Erledigt. Star gegen die Mächte des Bösen. Heute, 16.05 Uhr im Disney Channel. Jetzt kommt die Werbung. Jetzt kannst du malen und spielen mit Pixikate, der Videospielemacher, der deine Zeichnungen in spielbare Spiele verwandelt. Mal deine Spiele mit den Pixikate-Stiften. Mach ein Foto mit der Pixikate-App und spiel dein ganz persönliches Videospiel mit Pixikate. Lissy Pony, jetzt neu! Entdecke die Ponys deiner Träume! Sie leben in einer magischen Schule und schlafen in Traumbetten, die sich grenzenlos stapeln lassen. Finde das seltene Einhorn mit Glitzerkrone. Die Lissy Ponys, jetzt im Handel. Little Life Pets. Hier kommt das Schweinchen Piggly. Es läuft und wackelt dabei lustig mit den Ohren und dem Schwanz. Mit weicher Haut und dem süßesten Rüssel der Welt. Und du kannst es sogar füttern. Little Life Pets. Mein Schweinchen Piggly. Eigene Paw Patrol Filmabenteuer bauen mit Megablocks. Das Team macht sich bereit. Denn Abenteuerstadt braucht Hilfe. Los geht's. Paw Patrol Bausets zum Film von Megablocks. Lasst uns gemeinsam Erinnerungen bauen. Die neuen Rise and Rescue Fahrzeuge der Paw Patrol. Wow, die Autos verwandeln sich für Rettungen in luftigen Höhen. Marshall, lösche das Feuer. Chase, der Baum. Jetzt noch die Tiere retten. Geschafft. Spannende Abenteuer mit den Rise and Rescue Fahrzeugen. Nozzlemore von Playmobil. Umrafe und seine Dämonen planen Böses. Im Zauberturm machen sich die Magier bereit. Sie greifen an. Schließt die Tore. Sichert die Schätze. Und auf zum Gegenangriff. Jetzt. Verbannt die Dämonen aus Violet Vale. Novelmore von Playmobil. Hoch, runter, hoch. Crossed Signals. Irgendwann kommt jeder mal durcheinander. Wie lange kannst du durchhalten? Mit vier verschiedenen Spielmodi. Bloß nie die Signale verwechseln. Crossed Signals. Um welches Tierbaby willst du dich kümmern? Katze, Hase oder Hund? Jedes mit drei tollen Überraschungen. Sie trinken und, oh oh, machen auch in die Windel. Pampers Pets. Nur von Simba. Jetzt neu, die große Pferdewelt von Playmobil. Los geht's auf dem Trainingsplatz mit Pferdeboxen. Komm, Sparky, wir gehen zum Reitturnier. Wow, super Sprung. Showtime beim Dressurreiten. So viele verschiedene Pferde. Oh, wie süß. Die große Pferdewelt von Playmobil. Jetzt neu. Die Rock'em Sock'em Roboter sind bereit. Würfeln und Boxen. Oder blocken. Rasante Roboter-Box-Action. Mit Rock'em Sock'em Robots Knock or Block. Ha 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 ha!
ist ein Geschenk. Gemeinsam am schönsten. Große Einweihungsparty im modernen Wohnhaus von Playmobil. Da klingeln schon die ersten Gäste. Hausführung gefällig? Wow, Wohnzimmer und Küche sind ja riesig. Tolles Badezimmer. Kann ich mitspielen? Es wird langsam dunkel. Licht an. Die bunte Beleuchtung für unsere Gartenparty. Das große moderne Wohnhaus von Playmobil. Pictionary Air. Ein Zeichenspiel für die ganze Familie. In die Luft zeichnen, auf dem Display anschauen und interagieren. Geburtstagskuchen. Ob es erraten wird oder nicht, Spaß macht es so oder so. Pictionary Air, das Spiel. Hier kommt Glibby, der ultimative Spaß für die Badewanne. Nur Glibby verwandelt Wasser in herrlich glibbrigen Glibber. Und jetzt neu, Glibby Color Change. Verwandelt Glibby zurück zu Wasser und in eine andere Farbe. Der doppelte Badespaß. Hautverträglichkeit bestätigt. Glibby Color Change, nur von Simba. Ayuma von Playmobil. Der Gemeinschaftsbaum mit Sternenprojektor lässt uns in eine magische Feenwelt eintauchen. Hier leben die Feen mit ihren Seelentieren. Bei der Energiequelle mit leuchtendem Kristall und Nebel sorgt Noxana für Unruhe. Doch Josie schafft es, Noxana zu vertreiben. Wie geht es weiter? Gibt uns der Baum der Weisheit eine Antwort? Ayuma von Playmobil. Das ist die magische Welt von My Garden Baby. Mit den süßen Schmetterlings-Babypuppen. Das Baby will trinken. Jetzt Windeln wechseln. Oh, wir haben Besuch. Die Häschen-Babys. Zähne putzen und ab ins Bett. Die My Garden Babys zum Liebhaben. Purse Pets, der coole Fashion-Trend mit Wow geht weiter. Jetzt wird's flauschig und lebendig. Taschen zum Streicheln schön. Neu, Mini Purse Pets. Super stylisch und absolut angesagt. Purse Pets und dein Look wird lebendig. Die Kindy Kids haben jetzt Haustiere. Piruettas Katze Katharina ist so verschmust. Und Bella Bos Koala Thea trinkt super gerne Tee. Die süßen Haustiere und Puppen. Jetzt neu von Kindy Kids. Hey, woher kommt das Geräusch? Jurassic Friends. Ziehe am Schwanz und spüre das Zittern. Jurassic Friends. Bereit zum Spielen? Lass es krachen. Lass sie schlüpfen. Wen wirst du finden? Kraken Eggs Jurassic Friends. Von Boti. Studienkreis. Geiler als Schummeln. Beste Noten vor Ort und online. Mit Deutschlands Nachhilfe Nummer 1. Studienkreis.de. Jetzt kostenlos testen. It's a good day. Okay, all right, no matter what, whatever you say. It's that time of year, everything is coming my way. A lovely day, it's one lovely day. Endlich bei dir. Zu Hause. IKEA. Deine Haut sehnt sich nach Geschmeidigkeit? Hülle sie in wohltuende Pflege mit der neuen Skin Food Body Lotion. Mit erlesenen natürlichen Wirkstoffen pflegt sie deine Haut geschmeidig weich. Die neue Skin Food Body Lotion von Weleda. Das war die Werbung. Fliegt ein Akuma los, heißt es. Tiki!